In der heutigen Theorie geht es um Kyushirus Plan, wie er Shogun wird und wieso er kein Verbündeter der Strohhutbande sein wird. Dies und mehr erfahrt ihr im Video. Diese Theorie habe ich von Oro Jackson, der Link ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auch abchecken. Ich fand diese Theorie sehr gut und wollte sie euch unbedingt raushauen und Props gehen auf jeden Fall raus an den Creator der Theorie und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Komurosaki ist nicht tot, sie muss eine Teufelsfrucht haben, die es ihr erlaubt, in die Geschichte zurückzukehren. Dies scheint eine der vielen Rollen zu sein, die sie einstudiert haben mit Kyushiro. Das Motiv ist hier ganz klar. Um Kyushiros Loyalität gegenüber Orochi zu demonstrieren, muss Kyushiro sich ihm nähern, um ihn schließlich zu stürzen. Meine Theorie beginnt mit Komurosaki. Ich vermute, dass der Samurai, der unbekannte Gefangene in den Minen mit Ruffy und Kid, ihr Vater ist. Er ist einer der Kozuki-Bewahrer, der zurückgeblieben ist, um sich um Hiyori zu kümmern und sie und Komurosaki als Schwestern großzog. Hiyori ist diejenige, die Komurosaki die Geschichte des Kozuki-Clans erzählt hat, nachdem ihr Vater weggebracht wurde. Das ist die emotionale Grundlage für das Lied, das sie spielt. Es geht sowohl um ihren Vater, als auch um die Geschichte des Kozuki-Clans. Also in dieser Theorie ist es ganz wichtig, dass Komurosaki eben nicht Hiyori ist, könnte aber dennoch trotzdem möglich sein. In dieser Theorie gehen wir davon aus, dass Hiyori und Komurosaki so wie Schwestern sind, so ähnlich, und sie von diesen unbekannten Samurai großgezogen worden sind. Denn es gab einen Samurai, der nicht in die Zukunft geschickt wurde. Und dies könnte womöglich dieser Typ im Gefängnis sein, der wahrscheinlich der Vater von Komurosaki ist. Finde ich eigentlich ganz plausibel. Um ihren Teil zur Betreuung von Hiyori beizutragen, wurde Komurosaki unter Kyushiro eine Geisha, in einem angemessenen Alter natürlich, um Hiyori zu unterstützen. Ich denke, er ist sich des Status von Hiyori bewusst, wusste aber bis vor kurzem nichts von der Wahrheit hinter der Prophezeiung. Mehr dazu gleich. Da Komurosaki in Anführungszeichen tot ist, glaube ich, dass Kyushiro seinen Fokus jetzt auf andere Einnahmenquellen verlagern wird, um Komurosaki und Hiyori privat zu unterstützen. Er könnte in seiner Yakuza-Rolle viel aktiver werden, bis Hiyori und Komurosaki wieder in die Geschichte aufgenommen werden. Möglich wäre zum Beispiel, dass Hiyori die Zeitfrucht hat, aber ist jetzt viel zu spekulativ, denn wenn selbst die Mutter gestorben ist, wie könnte sie die Frucht wieder bekommen? Ist ein bisschen schwierig, könnte aber Oda vielleicht irgendwie erklären, halte ich aber derzeit für zu spekulativ und muss auch nicht sein, ist auch für die Theorie gar nicht so wichtig, wollte ich aber mal ansprechen, falls es doch möglich sein könnte. Die Ereignisse im Kapitel 933 werden ihn zu Orochis rechter Hand erheben, da er so viel durchgemacht hat, um seine Loyalität zu beweisen, um ihn dann schließlich zu stürzen. Jetzt fragt dich natürlich, wieso hat er nicht vorher schon alles getan, um die rechte Hand zu werden? Ich denke, das war damals gar nicht so einfach und hat jetzt die Chance genutzt, indem er Komurosaki trotzdem aufschlitzt, weil sie sich ja halt den Befehl widersetzt hat. Ich denke, Orochi wird jetzt wirklich verstehen, warum eigentlich Kyushiro so wichtig für ihn ist und wird ihn zur rechten Hand erheben. Es könnte aber auch schon sein, dass er schon die rechte Hand ist, aber noch auf ein paar andere Sachen noch wartet. Komurosaki spielt die Rolle als Tochter einer der neuen Schwertscheiden und dafür zu sorgen, dass Orochi in Abwesenheit ihres Vaters und der anderen Gefolgsleute niedergemacht wird. Ihre Annahme ist, dass sie nicht zurückkehren werden. Es fragt sich natürlich, warum hat aber dann Orochi ihn am Leben gelassen? Ich glaube, dass dann Kaido ihn quasi eingesperrt hat, weil Kaido gemeint hat, wir brauchen den Typ vielleicht eventuell, ich will seinen Willen brechen etc. oder er braucht ihn für andere Zwecke, welchen genau weiß ich nicht, aber Kaido ist ein Typ, der starke Leute eigentlich nicht wirklich tötet, siehe Kid und den anderen. Allerdings möchte ich mich jetzt eher auf Kushiro konzentrieren, denn er hat Orochi bei seiner Einführung im Kapitel 919 als Feigling betitelt. Er kennt die Prophezeiung und will sowieso mit den Kozuki-Bewohnern zusammenstoßen. Dies wird in Kapitel 932 Seite 11 verstärkt, als er sagt, dass er Kinemon und die neuen Schwertscheiden am geeignetsten findet. In Kapitel 933 schlitzt Kyushiro Komurosaki auf und enthüllt die Kozuki-Visitenkarte, die von Mitgliedern der Allianz früher im Bogen verteilt wurde, was ihm deutlich macht, dass die Prophezeiung wahr ist und keine Geistergeschichte. So ist er eben auf die Rückkehr von Kinemon vorbereitet. Wie er aber die Karte bekam, dazu kommen wir jetzt. In Kapitel 926, als Mitglieder der Allianz die Karten verteilten, gab Kinemon sie den Mitgliedern der Rebellion mit der Halbmarkierung auf dem linken Bein. Einer von ihnen kam irgendwie zu Kyushiro, denn es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass einige Mitglieder der Rebellion jetzt unter Kyushiro arbeiten oder wie Ashura Doji, die ihren eigenen Weg gehen. Also Kyushiro ist sich jetzt auch langsam bewusst, was derzeit in Wano vor sich geht, weil Ruffy jetzt zum Beispiel von Kaido besiegt wurde etc., Sanji, der ja seine Männer angegriffen hat und so weiter. Also für ihn ist es gar kein Zufall mehr und er glaubt jetzt erst recht an diese Prophezeiung. Das sieht man dann jetzt auch, weil er halt merkt, okay, jetzt kommt doch anscheinend Kinemon wieder zurück. Deswegen hat er davon gesprochen, dass er Kinemon gerne
besiegen würde, weil er ihm den Plan quasi wegnehmen könnte. Das ist halt so, weil wenn Kinemon zurückkommt, ist sein ganzer Plan eigentlich zunichte, weil dann könnte es sein, dass viele der Rebellion dann zu Kinemon rüber wechseln und nicht zu Kyushiro. Ist ja logisch. Dazu kommen wir aber gleich noch. Sein Ziel ist es, sich als Shogun mit Hiyori als Frau und Komurasaki als rechte Hand aufzustellen. Ich denke, das ist der Plan, den die drei vor langer Zeit ausgearbeitet haben. Und im Falle der Rückkehr von Kinemon und den Gefolgsleuten soll Kyushiro sie und den Shogun für Hiyoris Ehe und Legitimität als Shogun besiegen. Im Austausch dafür, dass er die beiden so lange beschützt. Er will auch versuchen, dass die Mitglieder der Rebellion zu ihm überlaufen. Da seine Familie ihm den Vorteil gibt, legitim zu sein und mit der alten Garde mit Wano unter seiner Kontrolle in Verbindung zu treten. Sonst wird es nämlich ganz schwer für ihn, sich mit denen zu verbünden. Ich denke, Kyushiro respektierte Oden in irgendeiner Weise und versucht, seine Ehre intakt zu halten, weshalb er keine Angst vor der Prophezeiung hat. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass er natürlich dagegen ist, beziehungsweise er wünscht sich, dass es nicht passiert und glaubt nicht daran, aber er merkt langsam, dass es dazu kommen könnte. Es wäre natürlich ziemlich schlimm für ihn, denn sonst würde es die ganze Jahre der Planung zunichte machen. Das wäre natürlich für ihn ziemlich scheiße. Das würde ihn in Konflikt mit Kinemon, Momonosuke und dem Rest der Gefolgsleute bringen, die derzeit nicht mit ihm verbunden sind. Das heißt, er hätte dann viel zu viele Gegner und könnte nicht mehr Shogun werden. Also Kinemon, Momonosuke und jetzt auch Orochi sind ihm ein Dorn im Auge, ist ja logisch. Das wäre für einen Kyushiro ziemlich belastend. Es ist eigentlich ein Machtkampf am Werk zwischen der alten Garde, die aus Kinemons Gruppe einschließlich Momonosuke besteht, und der neuen Garde, die aus Kyushiro und Komurasaki besteht, die mit Hiyori hinter den Kulissen verbunden ist. Beide wollen Orochi beseitigen und sich als rechtmäßiges Shogunat von Wano aufrichten. Kyushiro ist im Wesentlichen Hiyoris Beschützer, bis er sich als ihr Mann und Shogun von Wano beweisen kann, indem er Kinemon etc. und Orochi besiegt. Momonosuke könnte leicht in die Rolle des Shoguns passen, da er männlich ist. Hiyori hingegen müsste in diese Position heiraten, zum Beispiel durch Kyushiro. In Anbetracht ihres jetzigen Alters, wie spekuliert, würde sie im Heiratsalter sein, um Kyushiro nach dem Sieg über Orochi und die zurückkehrende alte Garde zu heiraten. Ich glaube nicht, dass der Komurasaki oder Hiyori darüber informiert hat, wie viel er über Kinemons Rückkehr weiß. Dies könnte seine Pläne, Shogun zu werden, ruinieren. Also glaube ich, dass er die Informationen von beiden, ihr und Hiyori, fernhält, bis Kinemon sich offenbart. Dies könnte ein Bürgerkrieg zwischen den Gefolgsleuten, die auf der Seite von Kyushiro stehen, und den Gefolgsleuten auslösen, die auf die Rückkehr von Kinemon warten. Wir haben zum Beispiel einen Ashura Doji, der sich entschieden hat, ein Bandit zu werden. Aber ich glaube, dass er sich im Falle eines Bürgerkriegs auf die Seite von Kinemon stellen wird. Wenn diese Theorie stimmt und Komurasaki mit Hiyori als ihre Schwester aufgewachsen ist, würde ich vermuten, dass Hiyori eine buddhistische Nonne oder eine reine, unberührte Jungfrau ist und irgendwo in den kommenden Kapiteln unter einem anderen Namen und mit ihrem wahren Status später enthüllt wird. Jetzt ist aber die Frage, wie wurde Komurasakis Vater inhaftiert? Wahrscheinlich haben Kyushirus Männer irgendwie geschafft, seine Identität rauszufinden, und Kyushiro hat es quasi danach, als er als Yakuza begann, hat es dann Orochi erzählt, der ihn dann wiederum ohne Wissen von Komurasaki und Hiyori inhaftieren ließ. Auf diese Weise wurde Kyushiro möglicherweise dem Shogun nahe und gewann an die Macht und bewies vielleicht seinen Wert für Orochi, indem er Komurasakis Vater besiegte. Natürlich wusste Komurasaki und Hiyori nichts davon, weil wenn sie das wissen würden, dann wäre es natürlich klar, dann würden sie einem Kyushiro gar nicht vertrauen. Kyushiro nutzte dann die Gelegenheit, um Komurasaki und Hiyori aufzunehmen und sie zu beschützen. Unter der Bedingung, dass er Shogun wird und Hiyori heiratet, wenn er Orochi und andere Gegner des Throns besiegt. Komurasaki ist sich nicht bewusst, wie wahr die Prophezeiung ist, denn Kyushiro hält sie im Unklaren darüber. Ich vermute, dass Hiyori den Glauben an die Prophezeiung verloren hat. Jetzt fragt euch natürlich, aber wieso ist dann Hiyori die ganze Zeit im Hintergrund, wieso macht sie nichts und so weiter? Sie muss natürlich im Verborgenen bleiben, damit Orochi und Kaidos Leute sie nicht finden und etc. Deswegen muss Kyushiro derzeit sie beschützen und sie wird sich irgendwo verstecken, ist ja logisch. Wenn dann die Zeit gekommen ist, wird sie sich offenbaren und dann wird die ganze Story echt langsam Fahrt aufnehmen. Also ich vermute auch, sollte Ruffy den Gefangenen Komurasakis Vater befreien und sich mit ihm verbinden und sich wieder mit dem Rest der Crew verbinden, wird er irgendwie mit Komurasaki und einer nicht identifizierten Hiyori in Kontakt kommen. Kyushirus Pläne zunichte machen und so wird Kyushiro zu einem Feind, zu einem krassen Antagonist. Wie wir im letzten Kapitel 934 gesehen haben, macht sich Big Mom zum Udon-Gefängnis auf
Und so langsam wird klar, dass ein Kid schon ausgebrochen ist. Ich denke, in den nächsten Kapiteln wird auch Ruffy ausbrechen und somit auch der Gefangene, also Komurasakis Vater somit auch. Dieser Gefangene wird dann wahrscheinlich vieles erzählen über Kyushiro etc. Und dann könnte es langsam dazu kommen, dass er sagt, ja, zu Momonosuke gesagt zum Beispiel, ja, deine Schwester lebt noch etc., das wäre so heftig. Er erzählt die ganze Story und dadurch könnte man darauf aufbauen, dass man generell die ganze Story dann von Oden, Kozuki noch mit reinbringt und alles erzählt sozusagen, wäre auch abnormal geil. Und zum Beispiel auch was, wie es dazu gekommen ist, dass die Mutter gestorben ist, aber Hiyori noch lebt etc. Das wäre auf jeden Fall ziemlich genial, finde ich. Das war es eigentlich so grob mit dieser Theorie. Jetzt kommen wir noch zu möglichen Szenarien, beziehungsweise was könnte meiner Meinung nach so dadurch entstehen. Also es wird wahrscheinlich einen Bürgerkrieg vor dem Feuerfestival geben. Da hätten wir zum Beispiel dann als Gegner den Shogun, also Orochi, die Onibanshu und Kyushiro plus eventuell 6 Flying Fighters gegen die Strohbande und Kinemon beziehungsweise gegen die Kozuki-Anhänger natürlich sowie auch die Minx. Wie komme ich auf die 6 Flying Fighters? Naja, es ist ja so, dass zum Beispiel ein X-Rock und Page One dort in der Nähe waren und ich könnte mir halt trotzdem vorstellen, dass noch andere in der Nähe am Start waren. Ich weiß es ja nicht, könnte gut möglich sein, müssen aber nicht alle 6 Flying Fighters sein, ist ja nur eine Idee. Aber eine Sache ist natürlich für euch wahrscheinlich unlogisch. Wieso wird dann Kaido nichts davon mitbekommen? Also meine Vermutung ist, also ein Kaido denkt jetzt zur Zeit, dass er die Strohbande quasi besiegt hat, Ruffy gefangen ist, die gar keine Chance mehr haben. Big Mom hat er sozusagen auch beseitigt oder er denkt zumindest, dass er sie vorübergehend beseitigt hat. Und jetzt denke ich, wird er sich betrinken und besaufen, bevor das Feuerfestival anfängt. Wir haben immer noch 8-9 Tage bis dahin, das heißt, er hat genügend Zeit noch. Und dieser Krieg könnte vielleicht kurz davor entstehen oder ich weiß es nicht, vielleicht sogar jetzt schon bald. Wenn Kaido sich so krass besauft, kann ich mir echt krass vorstellen, dass er dann 2-3 Tage pennt und man ihn quasi nicht mal aufwecken kann. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ist oft bei solchen Kreaturen oder bei sowas wie Kaido, ist es verdammt gut möglich, dass er sich so krass besauft, weil er sich so des Sieges sicher ist und quasi nichts mehr zu befürchten hat, da er denkt, Big Mom ist ausgeschaltet, Ruffy und die Strohbande auch, deswegen wäre das verdammt gut möglich und das ist so die Erklärung, warum vielleicht ein Kaido sich nicht einschaltet. Was aber natürlich sein kann, Leute, was man gar nicht vergessen darf, dass einfach vielleicht irgendein Kaiserkommandant kommen könnte, eine Queen oder ein King, das kann natürlich auch sein, dass die sich da einschalten, aber ist nur eine Möglichkeit. Und natürlich würdet ihr sagen, naja, 2 Kriege glaube ich nicht. Was stellt euch aber mal vor, dass der Krieg quasi dort anfängt und erstmal dann für kurze Zeit beendet ist, weil die anderen abhauen. Zum Beispiel, wenn jetzt Kyushiro verliert oder der Shogun verliert. Und dann könnte der zweite Krieg sozusagen starten, dieser Hauptkrieg dann, wenn dann Kaido aufwacht und dann geht's erst richtig los. Und natürlich hat dann die Strohbande erstmal viele Anhänger dazu gewonnen. Vielleicht die zum Beispiel merken, okay, der Shogun ist doch gar nicht so geil nach diesem Bürgerkrieg. Und dann könnte es wirklich sein, dass es dann zum Hauptkrieg kommt. Ist natürlich weit hergeholt, aber trotzdem eine Überlegung wert, finde ich. Und dann könnte zum Beispiel in diesem Krieg Kyushiro der Gegner von Zoro sein. Das wäre verdammt gut möglich, weil ich denke, dass ein Kyushiro verdammt strong sein wird und als Samurai schon ebenbürtiger Gegner sein könnte für Zoro. Und nach dem Krieg wird einfach der Shogun fliehen. Mit Hilfe der Flying Fighters zum Beispiel. Kann natürlich aber auch sein, dass der Shogun stirbt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an. Vielleicht macht Oda mal so einen Zug. Das wäre auf jeden Fall heftig. Aber ist natürlich alles viel zu spekulativ. Weil ich würde es irgendwie geil finden, wenn wir dann einen Strohbande haben mit den ganzen Allianz, die dann die Hauptstadt eingenommen haben. Und dann haben wir sozusagen Wano Kuni, die von den Strohden eingenommen wurde. Dann haben wir aber noch Onigashima, wo Kaido am Start ist. Und dann könnte es sein, dass vielleicht der ganze Krieg auf Wano Kuni stattfinden wird, nicht mal auf Onigashima, dass quasi das Feuerfestival sogar abgesagt wird dadurch. Kann natürlich auch sein. Und dann wird der Krieg auf Wano stattfinden, in der Hauptstadt vielleicht. Oder zumindest in einem anderen Gebiet vielleicht, da wo diese ganzen Fabriken am Start sind, könnte ich mir vorstellen. Weil dort in der Stadt glaube ich jetzt eher nicht. Und dann wird es zu einem richtig kranken Krieg kommen, der Marineford in den Schatten stellen wird. Das war's eigentlich mit der Theorie, Leute. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr sie denn? Ich fand sie auf jeden Fall ziemlich geil und könnt ihr mir schon gut vorstellen, dass Kyushiro so einen Plan hat. Und diese Folgen mit dem Bürgerkrieg würde ich ehrlich gesagt ziemlich nice finden. Ansonsten gebt der Theorie doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wie auch immer. Ciao, euer Anime-Banger. Put some ice up on that bitch. Okay. Shit, boy, your D in the kitchen.